Morgen, Leute. Wenn man uns schwer erkennen kann, bin ich krank. Also ich bin heute mit Halsschmerzen, Kopfschmerzen, eine Rotze, alles aufgewacht. Und ich glaube, heute gibt es einfach so eine Sick-Day-Routine in Real Life. Uiuiui. Oh, dieser Winter ist wirklich Erkältungs... Ball. Ach, keine Ahnung. Und meine Mama macht mir jetzt gerade was zum Frühstück. Frühstücke ich gleich was. Und ich glaube, es wird halt nicht so ein spannender Vlog. Bleib heute einfach hier im Bett und ich konnte so heute aber auch nicht in die Schule gehen. Also hoffe ich, dass ich nicht so viel verpasse. Weil ich glaube aber ja nicht, dass ich so viel verpasse, weil mein Bruder ist gerade auch zurückgekommen. Denn er ist zur siebten Stunde. Also ich glaube, alle Lehrer scheinen einfach krank zu sein. Außer so drei, vier. Ja, also wir haben heute auch nicht so spannende Fächer. Also wird das schon. Jetzt warte ich auf mein Frühstück. Kommt hier bei meiner Apotheke. Dankeschön. Also, meine Mama hat mir hier schon mal Sachen gebracht. Das ist was Medizinisches hier. Brontibret. Das sind so Thymian-Pastillen. Die schmecken nicht besonders lecker. Ein Pott Wasser. Hier so, das sind so... Heilpflanzenöl, das kann man so aufs Kissen träufeln. Ein Vitamin C-Tabletten, da kommt die Linda. Hallo, geht die hoch? Geh hoch, kommt wieder hoch oder kommt wieder nicht? Und dann habe ich hier noch so Halsspray. Das ist auch nicht besonders lecker. Aber das ist einfach so meine Apotheke hier. Und mein Best Friend, das Taschentuch. Meine Krankenschwester? Meine Krankenschwester? Ja, sorry für das Chaos da übrigens, aber mir ging es gestern schon nicht so gut, dann habe ich nicht aufgeräumt. Und ich habe die Taschentücher, ich weiß, die sind besonders eklig, aber die liegen da halt auch noch so rum. Ja, bis das Essen jetzt kommt, das Frühstück, dann gucke ich jetzt mal auf meinem Handy. Meine Mama hat jetzt zum Glück hier die Akku-Handyhülle von ihr gebracht, weil mein Handy ist schon wieder fast leer, wie immer. Ich kann ja nie Probleme. Ah, da kommt mein Breakfast. Einfach hier irgendwo hinstellen. Thank you. Das hier ist Zuckerrübensirup, der ist voll lecker. Hier sind Mandarine und Orangensaft. Yummy. Ich habe gerade schon übrigens 9:30. Aber ich habe heute so lange geschlafen, dass ich einfach immer noch hier im Bett liege. Aber naja, das wird erstmal mein Essen schmecken. 2 hours later. Ich bin jetzt auch mal aufgewacht. Und ich habe jetzt den mega Tütenhack hier von meiner Mama, um die Rotzbahn einzusammeln. Sie hat hier einfach so Müllbeutel in den Rahmen von meinem Bett geklemmt. Die Rotzbahn hier mal auf den Boden schmeißen und kann die einfach da reinschmeißen. Ja, die sammle ich jetzt einfach mal ein. Und danach gehe ich mal duschen, weil ich fühle mich so eklig. So isselig und. Vielleicht geht es danach noch besser. Danach lege ich mich noch ein bisschen auf die Couch. Super. In der Zeit, wo ich jetzt dusche, zieht meine Mama noch immer mein Bett ab. Das ist nämlich auch kontaminiert mit Viren und Bakterien. Ich bin nur einmal in den Kontakt von meinem Bett da. Aber habe ich wieder ein frisches Bett. Ey, wo ist denn das Bettzeug hin? So, ich mache jetzt meine Haare auf, dann kommt da immer ein bisschen Trockenshampoo rein, weil ich habe die jetzt mal nicht mitgewaschen. Weil so normal duschen ging jetzt einfach schneller. Und ich fühle mich jetzt schon ein bisschen besser, weil ich habe jetzt immer noch meine Kopfschmerzen und ein bisschen Halsweh. Esse ich mal was Lasagne, weil meine Mama macht mir das jetzt mal warm. Und dann mache ich mir jetzt einfach ein Dudel oder so. Jetzt pflanze ich mich hier einfach auf die Couch und freue mich auf Lasagne. Das ist alles guter
Aufmerksamkeit sein. Man viel am Handy sein kann und Fernseher gucken kann. Wer kennt's? Aber sonst ist Krankheit halt echt langweilig. Ich habe übrigens so einen richtig coolen Kanal entdeckt, warte, ich zeige ihn euch mal. Hier, der heißt Marvin Noel. Ich weiß nicht, ob ihr den schon kennt, aber ich finde den richtig gut. Den gucke ich mir immer an. Und das Video hat mir sehr gut gefallen. Und ich liebe ja Lasagne. Ich finde, am zweiten Tag schmeckt die irgendwie immer noch besser als am ersten Tag. Und nach dem Mittagessen will ich gleich mal eine Runde schlafen. Und dann sehen wir uns heute Nachmittag mal wieder. One eternity later. Oh Leute, dieser Tag geht einfach nicht um. Ich habe vielleicht eine halbe Stunde auf der Couch gedöst, denn schlafen konnte ich aber auch nicht. Und jetzt habe ich mich hier gerade mal hingesetzt und was gepuzzelt. Und ihr kommt mir jetzt auch nicht so die beste Idee. Ich komme nicht richtig weiter beim Puzzle. Ja, und jetzt haue ich mir wieder auf die Couch. Ich hätte heute, glaube ich, super viel Session auf der Couch drehen können. Wäre völlig egal gewesen. Ich wäre die ganze Zeit auf der Couch einfach geblieben. Ja, und jetzt muss ich nochmal inhalieren, hat meine Mama gesagt. Jetzt zeige ich das Ding mal. Wartet. Das hier ist dieses Inhaliergerät. Dann kommt hier so Kochsalzlösung rein. Und dann dampft das dann so. Und das soll gegen Schnupfen helfen. Ja, dann dampfe ich mich jetzt mal zu. Hier ist schon die Kochsalzlösung. Ja, ich habe mir die Augen jetzt viereckig geguckt. Ich stehe jetzt mal auf und gehe nochmal nach oben. Und ich hole jetzt auch noch einen Keks, den wir gestern gebacken haben. Ich habe Hunger. So, gehe ich mal heimlich zur Keksdose. Ich glaube, ich nehme... Das ist schwer. Ich nehme Mond. Boah. Keks und zu. Ich bin nach oben. Ich hoffe, mein Bett ist schon gemacht. Sonst würde ich das noch machen, aber ich glaube. Nee, ich muss noch beziehen. Hallo Maus. Ja, das ist mein Keks. Ich hätte heute auch den ganzen Tag auf meinem Bett rumgelegen. Wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Ich habe noch gar nicht meinen Adventskalender geöffnet. Das können wir jetzt einfach noch mal schnell machen. Ich habe hier schon die 9. Und die werde ich jetzt mal öffnen. Hallo? Oh. So. Ah, cool. Guck mal, hier war Patafix drin. Kennt ihr das? Das sind so Klebepads. Da dekoriere ich in meinem Playmobilhaus. Damit klebe ich mal was fest. Das ist voll cool. Das ist jetzt von Action. Das gibt es auch von Uhu. Das ist viel teurer. Also das hier ist noch besser. Und ich zeige euch jetzt einfach mal den direkten Vergleich. Guck mal, das sind die billigen von Action. Die sind einfach genauso gut. Und das hier... Das sind die teuren von Uhu. Seht ihr das? Das sind einfach exakt die gleichen Bilder drauf. So, mein Bett ist jetzt frisch bezogen. Ich lege es mir hier noch auf mein Bett rein. Und ich beantworte hier noch ein bisschen eure Fanpost. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Und hier habe ich meine Autogrammkarten. Und falls ihr übrigens eine Autogramm mehr haben wollt, so sehen die aus, dann könnt ihr mir mit einem frankierten Rückumschlag an meine Fanpostadresse schreiben. Die steht meistens immer in der Infobox drin. Und dann sehe ich das und dann kann ich euch einfach auch zuschicken. Bevor ich es gleich vergesse, wollte ich einfach nur begrüßen. Wait a minute, ich hole eben mein Handy. Nämlich hat heute die Alina geschrieben, ich habe einen Adventskalender, wo nur Sachen von deinem Shop drin sind.
Und Chop ist sehr lustig geschrieben, nämlich S-C-H-O-P-P-S mit Doppel-P am Ende. Eine andere Schreibweise mal. Und ich weiß nicht, ob ich das recht glauben soll, weil es wäre dann ein ziemlich teurer Adventskalender und ziemlich großer, wenn da immer so Pullis drin wären. Aber ja, wollen wir das mal glauben. Und ja, ganz viele Grüße gehen auch raus an dich, Alina. Und ihr könnt mir halt auch immer gerne in die Community-Tab reinschreiben, was ihr an eurem Adventskalender drin hattet. Oder ihr postet das auf Instagram, eure Story mit dem Hashtag Marvilender. Und dann markiert mich einfach drauf, dann sehe ich das auch. Ich gucke mir das mal voll gern an. Es ist ja wie so, als würde ich selbst so ein Türchen öffnen. Und ja, ich hoffe, dass euch mein Marvilender heute gefallen hat. Lasst uns einen dicken Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Dann verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr von mir. Ah, das Glöckchen könnt ihr auch noch zusätzlich abonnieren. Ich hoffe, der Vlog war heute nicht zu langweilig für euch, weil ich ja krank war und nicht viel anderes gemacht habe als 24 Stunden auf der Couch. Ja, und dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss! Leute, stopp, ich bin aber ganz kurz. Ich habe gerade was super cooles in der Post gehabt. Ich habe mir hier die liebe Jolene einen selbstgemachten Adventskalender zugeschickt. Sie hat sich richtig viel Mühe gegeben. Da muss man sehr viel Arbeit für dich. Also falls du das siehst, Jolene, ganz liebe Grüße und vielen, vielen Dank für den Adventskalender. Es kam dann ein bisschen spät bei mir an, aber ich will jetzt einfach schon mal bis zur 9 alle Türchen aufmachen.